Da gibt es ja immer wieder die Frage, muss ich überhaupt das Vergaberecht anwenden? Und die Unterscheidung zwischen Konzession und Dienstleistungsauftrag hat ja ganz erhebliche Auswirkungen, weil bei Konzessionen der Schwellenwert wesentlich höher ist als bei normalen Dienstleistungsaufträgen. Und hier gibt es eine Entscheidung des OLG Düsseldorf vom Februar 2020. Der hat sich mal mit der Frage beschäftigt, was ist denn eigentlich das Betriebsrisiko? Das ist ja die Unterscheidung zwischen Konzession und Dienstleistungsauftrag. Beim Dienstleistungsauftrag hat der Bieter kein Betriebsrisiko. Bei der Dienstleistungskonzession übernimmt er das Betriebsrisiko. Und das Betriebsrisiko da gibt es diesen Ansatz einer Definition des OLG Düsseldorf. Das ist ganz interessant, weil es nach meinem Wissen das erste Gericht ist, was sich überhaupt mit der Frage der Definition des Betriebsrisikos auseinandergesetzt hat. Das Risiko kann nämlich daran liegen, wenn der Bieter oder spätere Auftragnehmer der Konkurrenz durch andere Wirtschaftsteilnehmer ausgesetzt ist, wenn es ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gibt, wenn es das Risiko der Zahlungsunfähigkeit gibt. Und wenn es das Risiko der nicht vollständigen Deckung von Betriebsausgaben gibt, oder alles oder, es reicht, wenn eins vorliegt, wenn der Auftragnehmer der Haftung für Schäden ausgesetzt ist, die er im Zusammenhang mit der Dienstleistung verursacht, dann trägt der Bieter, eigentlich Auftragnehmer, das Betriebsrisiko und es handelt sich um eine Dienstleistungskonzession, die ja nur bei höheren Auftragswerten ausgeschrieben werden muss als ein Dienstleistungsauftrag.